Hey Leute, cool, dass ihr hier reinschaut und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und es gibt mal wieder etwas Besonderes, gab es ja jetzt schon mal. Und zwar bin ich wieder hier im Weihnachtsdorf mit dem Kroko zusammen. Grüß dich, servus. Und du sagst irgendwann mal, heute ist der 12. Dezember und das letzte haben wir am 11. aufgenommen. Also die Leute haben gestern schon sehnsüchtig darauf gewartet, bei dir wieder so ein Video zu sehen. Die wussten ja nicht, wann das nächste kommt, die Leute. Also genau, aber es ist dann wahrscheinlich doch nur ein Tag vergangen. Für uns ist es immer noch der gleiche Tag, aber für euch ist das dann der nächste Tag. Und wir nehmen doch live jetzt gerade um 5 Uhr früh das Video auf, damit wir es dann am 12. extra raushauen können. Meine ich doch. Genau, aber heute gibt es im Prinzip das gleiche wie letztes Mal, was wir mit der Bäckerei gemacht haben, also was wir gestern gemacht haben. Genau das gleiche gibt es dann heute, nur dass wir diesmal ein Wohnhaus bauen und das bauen wir hier wieder zusammen. Das gibt es dann beim Kroko auf dem Kanal live zu sehen und bei mir dann das Tutorial, was ihr euch dann im Anschluss ansehen könnt und das Ganze nachbauen könnt. Super cool. Ich freue mich schon. Ich bin gespannt, was wir diesmal produzieren. Ich würde sagen, pack mal's an. Los geht's. So, da sind wir hier bei uns in der Flachlandwelt. Und dann würde ich sagen, bauen wir das Haus doch einfach mal nach. Und genau, ich würde sagen, die Materialien, die wir dafür brauchen, sind, also wir brauchen relativ viel, aber wir brauchen unter anderem Fichtenholz, also diese Stämme, ne, das sind diese hier. Wir brauchen dann dieses... ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, auf jeden Fall dieses Holz, wo keine Rinde mehr dran ist. Und zwar aus Akazienholz und Birkenholz. Dann brauchen wir noch normale Birkenholzbretter und Steinziegel bzw. Steinstufen für das Dach. Und dann jeweils nochmal ein paar andere Sachen. Das heißt immer Treppen und Stufen von den verschiedenen Holzsorten und so weiter. Aber das seht ihr dann alles, wenn es soweit ist. Genau, ich würde sagen, wir fangen an mit dem Fichtenholz und zwar in einer Ecke. Genau, und zwar ist das vorne links die Ecke von dem Haus. Das heißt, hier wird das der Eingang sein auf der rechten Seite und nach hinten brauchen wir auch ein bisschen Platz. Und zwar setzen wir dort jetzt einmal 5 Blöcke aufeinander. Das heißt, einen haben wir jetzt, dann noch einen zweiten, einen dritten, vierten und fünften. Dann nehmen wir uns Bruchstein. Achso, stimmt, genau, Bruchstein brauchen wir natürlich auch. Und dort setzen wir jetzt einmal hier einen Bruchsteinblock hin. Und dann nehmen wir uns jetzt dieses Akazienholz ohne Rinde und ziehen hier einmal einen Bogen hin für die Tür. Das bedeutet, also wir setzen erstmal 3 Stück aufeinander, lassen 2 Blöcke frei und setzen hier nochmal 3 Stück aufeinander. Nehmen uns dann Treppen aus Akazienholz und setzen 2 umgedrehte hier oben rein und setzen dann hier von innen 2 Akazienholztüren rein. Und dann haben wir den Eingang damit geschafft. Genau, so dann auf der rechten Seite davon setzen wir hier auch wieder einen Bruchstein hin oder so einen Cobblestone und nehmen uns dann wieder Fichtenholz, also diese Balken und setzen hier wieder 5 aufeinander. Das heißt 1, 2, 3, 4 und 5. Genau, bis hierhin. Dann als nächstes nehmen wir uns Birkenholz und ziehen jetzt einmal hier nochmal 3 Blöcke hin, ziehen das dann einmal hier komplett rechts rüber. Bis hierhin und dann hier auch wieder runter und nehmen uns dann Birkenholzstufen und Treppen. Das heißt, genau, einmal hier die Treppen und dann auch nochmal Stufen davon. So, und setzen dann einmal hier oben in der Mitte, warte, jetzt muss ich gerade gucken, dass ich hier nichts falsch mache. Genau, einmal hier eine umgedrehte Treppe hin, hier auch eine umgedrehte Treppe hin und dann hier 2 Stufen in die, also hier in der Mitte, hier drüber. Genau, dann haben wir diesen Bereich auch schon mal und dann lassen wir das erstmal so auf dieser Seite und machen dann auf der rechten Seite weiter, beziehungsweise nee, was wir auch schon mal machen können, ist, dass wir Erde nehmen, beziehungsweise so eine eingestampfte Erde und davon hier links und rechts jeweils einen Block hinziehen und dann nehmen wir uns Falltüren und zwar haben wir dort diese Schwarzeichenholz-Falltüren genommen und dann setzt man die von allen Seiten da dran und klappt die dann immer wieder runter und dann haben wir 2 von solchen Beeten und da kann man Blumen draufsetzen oder hohen Farn, genau, großen Farn haben wir dort hingesetzt. Das sieht auf jeden Fall mega cool aus hier beim Eingang. Und dann hat man diese Seite schon mal fast fertig, also bis auf das, was halt oben noch drauf kommt. Genau, dann
würde ich sagen, als nächstes gehen wir einmal auf die rechte Seite, nehmen uns wieder Cobblestone oder Bruchstein, setzen hier einen Block hin, dann hier einen Block hin, beziehungsweise nicht nur einen, sondern doch ein, genau. Dann lassen wir zwei Blöcke frei, setzen hier nochmal einen Bruchstein hin und dann wieder hier einen Bruchstein hin und dann nehmen wir uns wieder Fichtenholz. Stämme und setzen jetzt hier fünf Stück wieder aufeinander. Das heißt 1, 2, 3, 4 und 5. Und genau das gleiche müssen wir jetzt einmal auf der anderen Seite auch machen. Das bedeutet, genau, wir gehen einmal auf die andere Seite, nehmen uns wieder Cobblestone, setzen hier einen Block hin, dann hier einen Block hin, lassen zwei Blöcke frei, dann kommt hier ein Block hin, dort wieder einer und dann nehmen wir wieder Fichtenholz und setzen jetzt hier fünf Stück aufeinander. Das heißt 1, 2, 3, 4 und 5 bis hierhin. Genau, und dann auf der Rückseite, also hier, machen wir das jetzt auch eigentlich genau gleich. Das heißt, wir nehmen wieder Cobblestone, setzen hier einen Block hin, hier an dem Holz auch direkt ein, und dann hier einen hin und in der Mitte lassen wir das erstmal frei, beziehungsweise wir nehmen dort Steinstufen und zwar die ganz normalen, jetzt gucke ich mal gerade, genau die ganz normalen Steinstufen, hier sind die. So und setzen dann hier zwei Stück hin und genau dasselbe machen wir dann auf der Seite, dass hier zwei Stufen hinkommen und hier auf der Seite auch einfach, also nicht Stufen, sondern Treppen. Genau und wenn wir das gemacht haben, dann nehmen wir uns Birkenholz und zwar das ganz normale Birkenholz. Und setzen jetzt jeweils hier dran, also direkt an dem Holz sozusagen, immer dreimal Birkenholz hin. Also hier dasselbe machen wir dann hier. Hier dann auch dreimal Holz, hier auch dreimal Birkenholz, hier auch und hier auch. Dann haben wir das schon mal. Und was wir dann machen, ich muss jetzt mal gerade gucken, dass ich das auf jeden Fall richtig mache. Genau, dass wir dann als nächstes wieder dieses Akazienholz nehmen ohne Rinde und dann, ich glaube, am einfachsten ist es, wenn man das jetzt von innen macht, dass wir hier jetzt jeweils vier Blöcke aufeinander ziehen, hier auch und dasselbe dann hier nochmal und hier, muss aufpassen, dass man, dass die alle gleich, also in die gleiche Richtung gehen. Na, hier habe ich das zum Beispiel wieder vergessen, so dass die alle nach oben hingehen. So, hier dann dasselbe auch nochmal. So, und dann haben wir diesen Bereich auch schon mal. Und dann als nächstes kann man eigentlich hier unten nochmal zwei so quer ziehen und hier auch und hier auch. Und da kommen nachher gleich die Fenster rein. Genau, so. Bevor wir aber dazu kommen, nehmen wir jetzt als nächstes einmal Mauern. Und zwar Bruchsteinmauern. Da muss ich mal gerade gucken, dass wir die hier, genau, die Bruchsteinmauern. Und davon setzen wir jetzt jeweils. Wenn man von außen drauf guckt, wir haben hier immer diese Cobblestone, da setzen wir jetzt zwei Stück drauf und hier auch und das einmal an jeder Seite. Das heißt hier nochmal, hier auch zwei Stück drauf und hier. Dann haben wir das auch schon mal. Und dann machen wir als nächstes einmal, jetzt muss ich auch gerade gucken, dass ich hier alles wirklich genau richtig mache. Wir gehen von dem Eingang aus auf die rechte Seite, also hier hin. Nehmen uns Cobblestone und setzen dann hier nochmal einen Block drauf, hier auch einen Block drauf. Dann nehmen wir uns diese polierte Andesitblöcke und setzen hier einen drauf und hier auch einen drauf. Und dann nehmen wir nochmal Cobblestone und setzen dort nochmal jeweils einen Cobblestone-Block drauf. Genau, so. Dann als nächstes nehmen wir uns wieder diese Steintreppen, die wir hier unten haben, und setzen diese einmal hier zwischen den Cobblestone-Blöcken umgedreht hier rein, dass wir so zwei von diesen Treppen haben. Und hier oben in diesem ganzen Bereich, da nehmen wir uns jetzt Birkenholztreppen und setzen hier und hier so rum welche rein und hier oben umgedreht, dass man hier so eine Öffnung in der Mitte hat. Und das wird nochmal so eine Besonderheit für das Dach. Genau, wenn das dann soweit ist. Aber erstmal lassen wir das Ganze so und gehen dann einmal hier rechts zu diesem Fenster, beziehungsweise das ist ja die Rückseite. Und dort
machen wir das jetzt einmal so, dass wir uns wieder diese polierten Andesitblöcke nehmen und die jetzt jeweils hier auf die Mauern draufsetzen, also links und rechts jeweils einen. Dann nehmen wir uns dieses Birkenholz ohne Rinde und ziehen das einmal hier drauf und verbinden das dann hier miteinander, dass wir hier diese überall die gleichen Blöcke haben. Und hier setzen wir wieder umgedrehte Treppen rein aus Stein, das heißt hier zwei Stück. Genau, und dann haben wir hier auf der Rückseite das Fenster soweit auch fertig. Dann gehen wir einmal hier auf diese Seite zum letzten Fenster und hier machen wir das jetzt so, dass wir uns hier rechts einen polierten Andesit hinziehen und hier auf der linken Seite einen ganz normalen Steinblock. Genau, den setzen wir hier drauf. Dann nehmen wir uns wieder dieses Birkenholz ohne Rinde und ziehen hier einen Block hin, hier auch einen Block hin, hier zwischen jeweils auch Blöcke. Dann ziehen wir hier links das nochmal zwei weiter hoch und rechts auch nochmal zwei weiter hoch und verbinden das dann hier wieder miteinander. Genau, bis hierhin. So müsste das Ganze passen. Und dann ziehen wir hier auch wieder zwei umgedrehte Treppen rein aus normalen Stein. Und dann haben wir das auf der Seite auch erstmal. Genau, dann würde ich sagen, komm, machen wir jetzt einfach mal die Fenster rein. Und zwar müssen wir die hier jeweils unten reinsetzen. Und hier oben, ach so, nee, bevor wir die reinsetzen können, stimmt, da müssen wir das natürlich einmal anpassen. Hier über den Fenstern müssen wir jeweils auch diese gleichen, dieses rote Holz nehmen, dieses Akazienholz ohne Rinde ist das. So, das ziehen wir auch einmal auf allen Seiten hin. Und dann können wir jetzt genau jeweils von außen dann immer diese Falltüren da dran setzen und die einmal zuklappen. Und das machen wir jetzt auf allen Seiten. Das heißt hier auch. So, und dann machen wir die zu. Und hier auch. So, und dann haben wir das Fenster auch. Genau, so, dann würde ich sagen, kommen wir zum Dach und fangen damit schon mal an. Und zwar, hier haben wir ja den Eingang und da gehen wir einmal hier auf die rechte Seite zu diesem Holz hin und nehmen uns jetzt einmal Steinziegeltreppen und setzen hier eine Treppe drauf auf dieses Holz, dann eine hier dran, dann geht das links hier jeweils noch mal einen Block weiter raus. Und dann machen wir das so, dass wir hier jeweils eine umgedrehte Treppe da und hier hinsetzen. Dann kommt hier wieder eine normale Treppe drauf, hier eine umgedrehte hin, wieder eine normale drauf, noch eine umgedrehte Treppe und wieder eine normale drauf, bis hier, bis wir genau auf der Mitte von dem Haus sind, sozusagen. Und dann kommt noch eine umgedrehte hin. Und hier hört das Ganze dann einmal auf. Genau, und wenn wir das gemacht haben, gehen wir einmal hier rechts nochmal einen Block weiter raus und hier auch. Und ziehen das Ganze erstmal hier schon mal bis auf diese Höhe. Und hier kommen dann auch nochmal umgedrehte Treppen dran, dass wir das Ganze bis hierhin haben. Und dann auf der linken Seite, das heißt hier, nehmen wir uns Steinstufen, also Steinziegelstufen und setzen hier zwei Stück drauf. Hier links nochmal einen dran und hier drunter einen hin. Und das ziehen wir jetzt jeweils einen noch weiter nach vorne weg. Und dann geht das, jetzt muss ich gerade gucken, dass man hier keinen Fehler macht, genau hier nochmal zwei Stufen raus. Dann gehen wir hier nach rechts hin. Einmal eine Stufe raus und dann noch eine oben drauf. Wieder eine raus und nochmal eine oben drauf. Und wieder eine raus und dann noch eine Stufe da drauf. Genau bis hierhin. Und da muss man jetzt einmal auf der Innenseite wieder dieses Birkenholz nehmen, was ohne Rinde ist. Und das setzen wir dann hier rein. Hier und hier jeweils rein. Hier drunter einmal rein. Beziehungsweise hier müssen wir eine Stufe rausreißen und dort auch nochmal das Holz reinziehen. Genau, ich setze das jetzt erstmal überall rein, wo das geht. Hier müssen wir dasselbe auch machen. Also dann schön die Stufe rausreißen und hier das Holz rein. So, hier dann auch mal. So, erstmal überall das Holz reinziehen. Außer eine Stelle lassen wir frei und das ist auch genau diese Stelle und hier kommt ein Fenster hin, beziehungsweise hier und diesen auch. Diese beiden reißen wir raus und setzen dort einmal, jetzt muss ich mal gerade gucken, dass wir die richtigen Falltüren nehmen und zwar sind das
Ich meine sogar diese Eichenholz Falltüren, zwei Stück da rein und die klappen wir einmal hoch und dann haben wir hier noch mal so ein Fenster. Genau, und damit sieht das Ganze hier auf der Vorderseite schon mal vernünftig aus. Fehlt nur noch eine kleine Sache und zwar haben wir noch diese Schwarzeichenholzknöpfe genommen und die einmal hier komplett entlang gezogen an die Wand. Also hier überall diese Knöpfe dran und dann haben wir die Vorderseite damit perfekt. So, dann gehen wir einmal hier rechts zu diesem Dach, würde ich sagen. Und da nehmen wir uns wieder Stein, Ziegel, Stufen und ziehen einmal. So, jetzt muss ich gucken, dass ich hier auch keinen Fehler mache. Hier eine Stufe drauf, hier auch. In der Mitte über dem Holz jeweils zwei Stufen. Und dann geht das hier links nochmal ein weiter raus. Und hier rechts auch ein weiter raus. Und dann ziehen wir alles einmal ein Stück weiter nach vorne weg. Und hier oben kommen auch noch mal zwei Stufen drunter. Genau so müsste das Ganze passen. Und dann können wir anfangen, das einmal hier an das Dach dran zu bringen, sozusagen. Das heißt, hier muss diese Treppe weg und stattdessen kommen da zwei Stufen hin, beziehungsweise genau eine Stufe und darunter noch eine. Das passt dann. Hier ziehen wir das genauso auch einmal hier weiter und ab hier kommt dann die nächste Treppe hin, die dann auch wieder bis nach oben geht. Hier ziehen wir das dann auch einmal weiter. So und so. Und hier kommen dann wieder Treppen hin. So auch einmal bis hier ganz nach oben. So, dann kommt hier die nächste Stufe hin. Einmal bis hier. Dann kommen hier zwei Stufen hin sozusagen. Wobei, ne, hier diese kommen noch mal raus und da kommt eine Treppe hin. Ist gerade ein bisschen kompliziert, aber vielleicht ist es noch einfacher, wenn wir erstmal anfangen, hier bei dem Holz, hier eine Treppe drauf zu ziehen, hier vor eine und dann jeweils zwei Stück nach rechts rausziehen. Und hier kommen dann wieder die umgedrehten dran. Also im Prinzip das, was wir auf der Seite gemacht haben, machen wir jetzt hier auf der Seite genauso auch noch mal, nur halt spiegelverkehrt. Genau, und ziehen das dann einmal hier weiter hoch. So. Bis auf diese Höhe und dann können wir das hier nach links verbinden. So, dann kommen hier nochmal die Treppen dran. Von hier die Treppe einmal bis dorthin rüber. Und hier an der Stelle, genau, kommt hier eine, hier eine normale Treppe hin. Und hier dann eine Stufe und noch eine Stufe, genau, dann passt das. So dass dieses Vordach an dieses Dach einfach rangeht, sozusagen, ne? Genau, dann haben wir den Part auch schon mal komplett fertig. Genau, fehlt nur noch, dass wir hier die umgedrehten Treppen einmal bis zum Ende ziehen, auf dieser Seite. Und hier an dieser Stelle nehmen wir einmal wieder dieses Holz ohne Rinde und ziehen das einmal hier komplett drüber bis hier an diese Stelle. Und dann können wir uns, bevor wir die Stufen nehmen, warte, jetzt muss ich mal gerade gucken, dass ich hier auch nichts falsch mache. So, genau, jetzt merke ich nämlich gerade, dass ich das falsch gemacht habe. An dieser Stelle, das muss nämlich hier alles einmal weg. Ich habe mich hier, genau, das hier muss einmal weg. Diese zwei, die zwei und diese Blöcke. Und das muss hier einmal hingebaut werden. Das bedeutet, hier kommt ein Block hin, hier kommt ein Block hin, da drauf nochmal einer und dann hier zwei nach links rüber. Bis an diese Stelle, genau. Und dann ziehen wir das Ganze auch noch mal einen Block weiter raus, das ganze Dach hier auf dieser Seite. So, und dann noch mal umgedrehte Treppen unten dran. So, und dann kommt die Treppe raus und stattdessen auch noch mal ein Birkenholz hin, damit das hier hinter verschwindet. Genau, und dann passt das hier an der Seite auch. Genau, und dann nehmen wir uns jetzt einmal wieder diese Stufen von den Steinziegeln und fangen an von hier die einmal hier rüber zu ziehen, bis hier drauf und dann noch ein weiter, also bis hierhin. Dann kommt hier die nächste Schicht, die ziehen wir dann einmal hier rüber, bis hierhin und dann noch einen weiter. Das müssen wir hier gleich nochmal anpassen, aber das machen wir. So, dann die nächste Schicht, einmal hier weiter bis hierhin. Dann hier wieder die nächste Schicht. So, dann hier nochmal eine Schicht und die geht genau hier drüber hinweg, dann bis hierhin und dann die nächste Schicht, das ist die letzte.
So, die schließt das dann einmal ab und dann müssen wir genau hier jeweils noch mal unten eine weitere Stufe dran ziehen. So. Und dahinter hier noch mal eine, dort eine und dort noch mal eine. Und diesen Bereich, den schließen wir ab, indem wir hier auch noch mal dieses Birkenholz hinsetzen, zwei Stück. Dann ist die Lücke zu und hier dasselbe auch noch mal. Dann ist die Lücke auch zu. Und hier an diesem ganzen Bereich, da setzen wir auch wieder diese Knöpfe hin aus Schwarzeichenholz. Einmal hier entlang, dort nochmal ein Knopf und dort ein Knopf. Und hier oben kommen Falltüren rein. Und zwar auch wieder aus normalem Eichenholz. So, und die klappen wir einmal hoch. Und dann haben wir auch hier wieder so ein Fenster. Und genau hier, den ersetzen wir einmal mit normalen Steinstufen. Von außen passt das auch. Genau, das sieht vernünftig aus. Und dann haben wir den Bereich damit auch fertig. So, dann gucke ich mal gerade, ob man so ein paar kleinere Details vielleicht hier und da noch mal verändert. Genau, also hier müsste man auch noch mal ein Birkenholz ohne Rinde dran setzen. Hier dasselbe auch noch mal dort oben, dass man da keine Lücke hat. Auf der Seite passt das komplett. Das ist sehr gut. Und genau, was wir dann noch gemacht haben, ist, dass wir dieses Schwarzeichenholz, diese Falltüren genommen haben und die jeweils hier an die Mauern dran gesetzt haben und dann einmal zugeklappt. Also hier, also ne, genau, hier sind die Mauern und das an allen Seiten. Das heißt hier auch nochmal, so hier ja nicht, weil da der Eingang ist, aber hier dann auf der Seite nochmal. So, und dann haben wir das auch. Genau, so, jetzt noch mal gerade kurz abchecken. Was dann eigentlich nur noch fehlen, sind so ein paar kleine Laternen, die wir hier und da dran gesetzt haben. Genau, und zwar haben wir, ich meine, teilweise, jetzt muss ich mal gucken, wo wir das, genau, wir haben die, glaube ich, an das Dach hier auf der Rückseite zum Beispiel dran gehängt, ne, dass man hier in der Ecke, genau, da passt eine Laterne hin, dass man die da dran hängt. Dann haben wir, glaube ich, hier oben eine dran gehängt. Und auf der Vorderseite kann man das fast genauso machen. Also hier eine Laterne hin und dann hier an der Ecke da auch nochmal eine Laterne hin. Genau, und dann leuchtet das Ganze im Dunkeln auch nochmal so ein bisschen. Und von innen, da haben wir das eigentlich so gemacht, dass wir das komplett zugemacht haben. Und zwar auf dieser Höhe, sodass man nach oben hin das Ganze hier gar nicht mehr sieht. Ach so, und vor diesem Fenster, stimmt. Vor diesem Fenster haben wir auch dieses Akazienholz gesetzt. Das sieht man von außen dann, das sieht dann ganz cool aus, dass man in dieser Lücke noch mal ein bisschen Akazienholz hat, ne? Genau so. Und sonst haben wir das hier aber komplett zugemacht. Das heißt, einfach schön hier entlang ziehen. So, hier noch mal eine Schicht. Das könnte man jetzt ein bisschen schöner anordnen. Also ihr seht, hier sind verschiedene Richtungen drin, ne? Also das kann man definitiv ein bisschen besser machen. Aber dann haben wir, genau, ich glaube, hier das Ganze so offen gelassen und haben dann noch mit diesen Schwarzeichenholzfalltüren die dort reingesetzt. So, und dann hat man nochmal so eine Ausbuchtung hier in der Mitte. Und den Boden müsste man natürlich auch ändern. Und keine Ahnung, da kann man vielleicht sogar so einen dunklen Holzboden nehmen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was wir dort genau genommen haben. Das kann man ja aber so gestalten, wie man das möchte. Ich mache das mal gerade mit diesem Holz einmal fertig. Und dann würde ich sagen, belassen wir das dann erstmal an der Stelle. Und dann seht ihr gleich auch noch, wie das ganze Haus dann wirklich in der Adventswelt aussieht. Das heißt in der Winterwelt. Und da seht ihr dann auch noch mal so ein bisschen Einrichtung, wo ihr euch dran inspirieren lassen könnt. Genau, aber ansonsten war es das so an sich mit diesem Haus. Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Angucken von diesem Haus in der Winterwelt zusammen mit dem Kroko. So, Leute, da sind wir auch schon wieder fertig mit dem Haus. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Haus einmal an, um zu sehen, so was wir alles gebaut haben. Es ist gerade schön Nacht, hier leuchtet alles ganz schön. Bei den Shadern haben wir so richtig schöne Strahlen, die vom Mond kommen. Mega cool. Ich würde sagen, wir schauen uns das Haus einfach mal an, ne? Oder? Gehen wir los. Los geht's. So, also es ist ein ganz normales Wohnhaus. Das heißt, man hat eigentlich, ich würde sagen, wir gehen einfach mal direkt rein. Man hat halt direkt alles, was man so zum Überleben braucht. Ne? Man hat ein Bett, man hat einen Ofen, eine Werkbank,
ganz viel Lagerraum. Ja, der Jans wollte da ganz viele Kisten drin haben. Ich habe gesagt, mei, ist ein bisschen viel, aber er wollte unbedingt. Genau so war es, genau so. Ich finde dein Bücherregal, das du da hinten drehst, das ist sehr, sehr schön. Das passt übrigens. Genau, natürlich ein Kaktus drin. Also meine Leute wissen, dass ich Kakteen übelst liebe und deshalb habe ich hier auch nochmal einen Kaktus reingehauen. Und was ich auch richtig cool finde, die Decke oben. Ganz besonders. Das ist wirklich gut gelungen, das stimmt. also mit diese Musterung, das war ja deine Idee, mit diesen Falltüren, das in der Mitte. Genau. Das da drunter, das da drüber, das war meine Idee. Also was dahinter ist, genau. Nee, das ist wirklich, wirklich cool. Ich hätte das so nie gebaut, aber das ist das Schöne, wenn man gemeinsam was macht und sich ein bisschen auf den anderen einlässt, dann entstehen echt coole neue Ideen. Genau, so. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal raus und gucken uns das Ganze nochmal von außen dann an, ne? Weil innen haben Okay, wir jetzt, schauen wir glaube ganz ich, kurz hier die alles. coole Aussicht mit dem Shader an. Das ist so cool, wenn die Sonnenstrahlen, die Mondstrahlen in dem Fall durch das Fenster kommen. Mega cool. Okay, genug geschwärmt. Schauen wir es uns von außen an. Dafür würde ich Genau. jetzt mal kurz Tag machen, ne? Ja, genau, das ist, glaube ich, auch ein bisschen besser. Time set noon. Yep. Und dann. So, jetzt sieht man das Ganze schon mal ein bisschen heller. Also, ich sag mal, das Besondere an dem Haus, jetzt, was ich jetzt sagen würde, ist, glaube ich, das Dach, was das so ein bisschen spektakulär macht, weil man hat so eine schräge, genau, der eine Block, der hat gefehlt. Man hat halt irgendwie zwei unterschiedliche Winkel, die da aufeinandertreffen. Finde ich aber ganz cool. Also gerade wenn man das so von ein bisschen weiter weg anschaut. Und ansonsten hier und da einfach so ein paar Fenster, bisschen mit Knöpfen dekoriert, ne? Die Fensterläden von den Fenstern finde ich auch nochmal ganz wichtig, weil diese Akazienholzfenster, die haben ja doch große Öffnungen. Da kann man sich gut vorstellen, dass so Läden einfach Sinn machen, wenn man die schließt. Das stimmt allerdings, ja, genau. Ja. Und ich mag die Blockwahl, die du da getroffen hast, Jan. Das ist echt cool. Dass man wieder dieses dunkle Eichenholz kombiniert mit dem hellen Birkenholz, finde ich super. Und dann das Akazienholz, was ich da noch reingeschmissen habe, irgendwie passt es. Finde ich irgendwie ganz cool. Hat auf jeden Fall was. Ja, finde ich auch mega cool. Ja, genau. Also das ist das Haus und ja, mehr würde ich da jetzt nicht zu sagen. So, oder? Nee, nee. Mega cool geworden. Wir wünschen dir weiterhin eine schöne Adventszeit. Macht's gut und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Bis dann. Haut rein, meine Freunde. Ciao, ciao.